Freunde und Zuschauer, herzlich willkommen. Einen wunderschönen Morgen. Es ist auch 9.09 Uhr. Ja, lang, Leute, ist es her. Ewig nichts mehr von mir gehört. Dann denkt man, mein Gott, was ist los? Und dann hört man ja nichts mehr. Ich habe eine Pause gebraucht. Ich habe einfach mal Pause gebraucht, ich habe Lust mehr gehabt. Pizza setzen, Video zu machen, Video zu schneiden. Das Ganze auf den Computer zu ziehen, Bilder zu erben, zu machen, rendern, Buchlot. Das ist alles mit einer Haufen Arbeit verbunden und ich habe im Moment einfach keine Lust und Zeit gehabt, das zu machen. Deswegen habe ich das so lange nichts mehr von mir gehört. Ja. Es ist in letzter Zeit eigentlich gar nicht so viel passiert. Ja, gut, ich habe einen Elektrozaun bei meiner Pizza aufgestellt. Ich will auch mal ein neues System der Weidehaltung ausprobieren. Kurzrasenweide. Ob das funktioniert oder nicht, keine Ahnung. Ansonsten, ja. Ja, ohne Klarheit, ganz normal bei Stoller, aber da mein Modellbau habe ich gemacht, das habt ihr gesehen in den Videos. Ja, und sonst halt immer, aber ich müsste dann mehr auf meiner Bibel mal raus. Nachdem es den Oberkanten ja leider relativ trocken war die letzte Zeit, bis auf gestern, also jetzt ist gerade los, das hat gestern geregnet, aber nachdem es die ganze Zeit zu trocken war, ja, sagen wir so. Da muss man halt aber was mehr für die Viecher frei, wenn es auch was frisch kommt. Weil viele Ballen haben im Moment keine Alarm. Wenn schon wenn die sind in den Kessel, aber bei den Warmattemperaturen, das zeigt sich ja auch zu kaputt.
die Wiesen und noch vorne dann das Gerät. Die ist schon ab. Genau, auf Jakobskreuz gerade raus. Also da ist mir die Piste in Lübeck, wie das gelungen. Und ganz ehrlich, das kann ja meinetwegen im Wald wachsen, das kann ja meinetwegen im Straßenbaum wachsen. Das kann meinetwegen auf einer Wiese wachsen, die mich nicht interessiert, die kann ich was dran machen. Aber nicht gerade auf einer Landschaftswiese, wo man sei Ei oder Groß geht. Das ist scheiße. Auf der Wiese schaut so weit gut aus. Wir werden gleich sehen, dass ich nach 30 Minuten stehen und so. Man wird von einiger froh, warum das geworden ist. Streifen stehen. Ganz einfach mal gut. Ich habe ja gesagt, meine Wiese war noch gut. Und ich habe vor der Arme im Hof jetzt die Möglichkeit, an zwei Schnitzel machen und das weiter machen. Also haben wir mit dem Balkenmäher schon alles abgemäht immer für die Wiese und da kommt jetzt dann auch wieder was zusammen. Nur das langt bei weitem nicht. Mit Mäher bin ich fertig. Also wie gesagt, da unten steht jetzt noch ein Strafen. Das ist der Brat. 5 bis 10 Meter. Nö. Unten ein wenig breiter, oben ein wenig schmäler. Oben hier werden es 3 Sau, unten vielleicht 7. Ja, das ist halt jetzt so. Nee, das lasse ich stehen. Das kann ich mir gar als Frischgrasmäher. Wer jetzt sagt, da hilft doch alles drum, ich stackel's euch. Mir scheißegal. Die Viecher müssen das fressen, was auch rein. Und so viel Drucknerstatzel sind das gar nicht. Die Drucknerstatzel sind die Alonga-Helm. Also ihr seht das. Das, was da so aufrecht steht. Das ist sowas da. Und das, was ich eigentlich verfütter, das ist das da unten drin. Das ist das ganze Kotzer. Ich habe das welche auch noch kein Heu gemäht. Das Problem ist, oder kein groß gemäht, weil das Problem war folgendes. Das war heuer schon da gestanden im Juni. Nur die Alongerhalme waren schon da. Und das da, das war bloß so lang. Also quasi da, wo jetzt mein Hände ist, das war das Untergroß. Der ganze Tal da oben, der ist jetzt erst gekommen, nachdem es ein bisschen gerenkt hat. Das da unten, das ist alles gewesen, was da war. Und ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, die ein paar Zentimeter da, das waren 20, maximal 25 Zentimeter, habe ich gemessen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das mähe ich, fahre da ein paar Mal mit dem Heuwender drüber und knickt das und es war trocken, dann zerfällt das gar. Und wenn ich eh schon bloß an Holm habe, das so lang ist, dann bleibt da vorne nichts übrig und die Hälfte bleibt auf dem Wiesen liegen, weil es die Brest dann nicht mehr erwischt. Das ist ein Blödsinn, macht keinen Sinn, deswegen habe ich gewartet. Und wie gesagt, das Zeug, das kann ich auch als Futter für meine Viecher nehmen, weil die freuen sich da auch. Ich bin letztens aber noch gefragt worden, welcher mein Mähwerk, ob ich da schon mal die Rima gewechselt habe. Also, ich weiß nicht, ob man es jetzt vielleicht am Klang ein gehört hat. Das Mähwerk hat keine Rima. Das Klaas WM24 ist ein Getriebemähwerk. Das hat da ein Getriebe. Da ist ein Wellendünner. Da. Getriebe. Da ist nichts mit irgendwelchen Kalorima. Das klappen wir es einmal ein. Servus.
Euro würde ich fast bloß verloren. Auch nicht schlecht. Und die Schrauben durch der Locke, die halten die Federn durch. Die Federn, die Lichter oben auf. Auf dem Ding. Und die verhindert, wenn das Mähwerk dann jetzt noch ein bisschen absenkt, dass es dann komplett hinten runterklappt. Das stützt sich dann nur oben drauf und dann bleibt das Mähwerk hinten in der Wuch. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich es da runtergehe, aber ich habe mir gerade gedacht, ich nehme das mit heim. Schau, was wir da alles haben. Das ist alles Grashammer aus dem langen Großzeug. Hallo Ameise. Und bevor ich das jetzt da herschmeiße. Oh, Entschuldigung. Bevor ich das jetzt da herschmeiße, nehme ich das mit heim, tue mir es in der Armele, kann ich ein wenig nachsehen, ob ich was brauche. Ha! Bitte sich ja an. Hätte ja fast mit dem Mähdrescher gedroschen gehen. Schau mal her. So viele schöne Sämereien dabei sind. Schau, ob es bis daheim drauf bleibt. Oder ob es mir gleich für lustig geht. Herrlich. Ja, es sind einige Spitzen dabei. Aber da sind genug Sommer. Schau dir mal her. Wenn wir mal was daheim noch sehen muss, ist optimal. Geht eigentlich ein wenig gedruckend. Schau, das ist wie Sau. Ja, logisch. Da! Gut, sind wir soweit durch. Ich fahre dann mit dem Ladewagen gleich noch runter und werde abbauen, da unten noch aufnehmen. Dann spare ich mir das Schwaden. Wobei, Schwaden muss ich trotzdem. Aber dann kann ich da unten einmal abbauen gleich mitnehmen. Das wird früher für den Haar. Und dann passt das auch.